Wir haben es auch, wenn wir hier mal zufällig sind, oder jetzt ja auch, eben durch unsere Geschäftsstelle geführt. Aber die Geschäftsstelle. Ja, hier sind die Stellen. Muss sein, ja? Brigitte, wir bleiben draußen. Nein. Der Rubin möchte draußen. Ja, um 10 Uhr wollte ich da sein, weil ich... Ich begrüße Sie an diesem wunderschönen Vormittag alle ganz, ganz herzlich hier auf dem ebenso wunderschönen Gelände unseres neuen Tierheims. Mit Ihnen gemeinsam diese neue Einrichtung nach langer, langer Diskussion in unserer Stadt einzubringen. Ich möchte einige wenige Ehrengäste besonders begrüßen. Zunächst den Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg, Herr Dr. Bollermann, der einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Projektes geleistet hat. Ich begrüße ebenso herzlich den Ehrenvizepräsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, Herr Dr. Lambrach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Ich begrüße Herrn Lippert, den Vorsitzenden der Landschaftsversammlung, ganz, ganz herzlich. Wir haben schon etwas spekuliert, ob wir über die Trägerschaft noch mal mit Ihnen sprechen können. Das können wir daher ja noch mal tun. Ich begrüße die Abgeordneten des Landtages, die vielen, vielen Vertreter der Hagener Politik. Und vor allen Dingen begrüße ich ganz, ganz herzlich die Aktiven des Tierschutzvereins Hagens, an der Spitze Frau Ganspo, und die vielen Spender, auf die gleich vielleicht noch mal kurz einzugehen sein wird, die hier dieses Projekt möglich gemacht haben. Wen haben wir jetzt vergessen, Herr Dr. Wir haben den als ganz langjährige Kämpferin für dieses Projekt, die auch die Schirmherrin dieses Baus ist und die wir natürlich auch nochmal ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen, das gleich nochmal tun wird. Aber wir wollen heute ja auch weniger, glaube ich, in die Vergangenheit gucken, als vor allen Dingen natürlich jetzt in die Zukunft und freuen, dass jetzt dieses Projekt tatsächlich gelungen ist. Und wer es heute sieht, ich bin selber auch zuletzt beim Baustellenfest hier gewesen, muss wirklich sagen, es ist toll geworden, es ist angemessen geworden und wir können froh sein, dass es so gelungen ist. Meine Damen, und ich habe es eben schon erwähnt, natürlich auch ist es wichtig gewesen, dass wir die Chance hatten, aus dem Konjunkturpaket eine nennenswerte Summe, nämlich 1,5 Millionen, auch zu nutzen. Es hat uns an vielen, vielen Stellen enorm geholfen bei der Wiederherstellung von Schulen, von Kindergärten. Aber gerade hier war es natürlich auch wesentliche Voraussetzung, dass dann endlich auch dieses Projekt Neues Tierheim Realität werden konnte. Darum haben wir gerungen, das kann man glaube ich sagen. Ich habe mit dem Amtsvorgänger von Herrn Dr. Bollermann in einem Mediationsraum im Verwaltungsgericht Arnsberg gesessen. Das werden wir auch nicht vergessen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Das hat uns aber auch nicht so richtig weitergeholfen. Am Ende haben Sie dann tatsächlich den Knoten durchgeschlagen nach intensiven Diskussionen mit strengen Auflagen und Mahnungen für uns als Stadt, an die wir uns auch gehalten haben. Insofern nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie, Herr Dr. Bollermann, dass wir eben diese K2-Mittel hier auch einsetzen konnten. Lassen Sie mir zunächst einmal Ihnen einen herzlichen Morgen sagen. Ich bin gerne nach Hagen gekommen. Ich bin auch gar nicht darauf eingestellt gewesen, heute zu reden, aber ich finde die Gelegenheit dann doch nach der Aufforderung gern wahrnehmen. Wenn ich eine offizielle Rede hätte heute hier halten müssen, hätte sie begonnen. Die unendliche Geschichte ist wahr geworden. Ja, meine Damen und Herren, in der Tat, ich war erst wenige Tage im Amt. Da übernahm ich den Vorgang Tiereinhag. Ich will jetzt nicht die Bemerkung meines Vorgängers zum Ausdruck bringen, will auch nicht erinnern an die Mediationssituation, die Sie gemeinsam halt eben vor Gericht hatten. Sondern ich will erinnern an das, was bei uns der Sitzungssaal heißt Lichthof, in dem wir getagt haben. Insofern ist das ja symbolisch heute, dieses Projekt steht im Lichte der Sonne. Also hier noch persönlich ansprechen, sehr geehrte Frau Ganspo.
und in Thüringen. Sehr geehrte, liebe Zielschützenden Leute in dieser großen Runde, der Landesverband möchten Ihrem Verein und der Stadt als Träger dieser sehr schönen Anlage alles Gute wünschen, insbesondere, dass sie möglichst immer Platz für hilfsbedürftige Tiere haben und dass sie in ihren Tieren, ich habe selbst vor 40 Jahren in Iserlohn ein damals nicht unbedeutendes Tierheim gebaut. Ich bin Tierschützer, ich bin kein Redner. Ich möchte jetzt über Brigitte Krams bitten, als Schirmherrin dieses Projektes für uns zu sprechen, für die Tiere zu sprechen. Für alle. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dem sehr geehrter Herr Regierungspräsident Bollermann, da ist er mitten in der Menge. Ja, sehr geehrter Herr Lambracht, das ist der Ehrenvizepräsident des Deutschen Tierschutzbundes. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wunderbar. Ja, liebe Birgit Ganskow, Vorsitzende des Tierschutzvereins Hagen und Umgebung e.V., ich begrüße den Bundestagsabgeordneten René Röspel sowie die Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg und Hubertus Kahn. Schön. Aber, meine Damen und Herren, heute gilt unsere besondere Begrüßung den vielen Spenderinnen und Spendern, ebenso wie Ihnen, allen, die heute gekommen sind. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich Sie aus Zeitgründen nicht alle namentlich begrüßen kann. Herzlich danke ich den übrigen fleißigen Bauhandwerkern der am Bau beteiligten Betriebe und einer Politikerin, die immer wieder an unserer Seite stand, nämlich die Vorsitzende des Umweltausschusses, Hildegund Kingren. Dankeschön. Ja, jetzt komme ich. Ja, aber auch diejenigen, die mit kleineren Spenden zum Bau des Tierheims beigetragen haben, haben einen Anteil an diesem wirklich tollen Ergebnis. Ich denke dabei zum Beispiel an drei besondere Beiträge, meine Damen und Herren. Da gab es eine Lokalredaktion der Westfalenpost, der Westfälischen Rundschau, dem Wochenkurier, dem Stadtanzeiger sowie dem Team von Radio Hagen und dem Regionalstudio Dortmund des WDRs und nicht zu vergessen Radio 58. Ich habe es eingehend gesagt, heute ist ein Tag der Freude. Die negativen Schlagzeilen und Ereignisse treten in den Hintergrund. Doch gestatten Sie mir trotzdem in Erinnerung zu rufen, dass der teilweise rigorose, ja manchmal äußerst ungerechte Umgang in der Sache zwischen Freunden und Gegnern des neuen Tierheims für viele nervenaufreibend war und bei einigen sogar Mutlosigkeit hervorgerufen. Herr Professor Dr. Bollermann lud zu einer umfangreichen Erörterung ein. Er hat es hier dargestellt. Besonders erwähnen möchte ich die Ehrenamtlichen des Tierschutzvereins, die seit Tagen hier im Einsatz sind, und zwar neben Beruf und Familie bis abends 23 Uhr. Herzlichen Dank. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. In diesem Sinne viel Glück den Tieren und ihrem neuen Zuhause und der Eröffnungsfeier einen guten Erfolg. Aber das sehe ich schon anhand der Menschen. Es ist einfach toll. Schön, dass Sie gekommen sind. So, jetzt habe ich noch eine Überraschung. Das kennt auch der Tierschutzverein nicht, diese Überraschung. Und zwar, wir möchten nun diesen schönen Veranstaltungsrahmen nutzen, um die ersten 14 Ehrenamtskarten an besonders engagierte Menschen des Tierschutzvereins zu überreichen. Ein herzliches Dankeschön. Die Ehrenamtskarte hat eine. Meine Damen und Herren, hier viel Glück zur Eröffnung wünscht das Art Café Team. Es ist ein Hund, es ist ein Vogel, der sogar singt. Und in diesem neuen Tierheim kann man nur singen. Es ist eine Katze, ein Knochen und vieles mehr. Also ich denke, das ist gelungen. Aber es ist ein Kuchen. Eine Torte, die wir gleich verspeisen werden. Aber ich denke, das darf ich jetzt der Vorsitzenden überreichen. Liebe Birgit. Geht jetzt zum Kuchenbuffet. Ich glaube, der Grund ist jetzt gefunden, zum Kuchenbuffet zu gehen. Ich möchte aber eins nachholen. Ich glaube, auch das wäre an dem Tag noch angemessen. Denn wir haben einen Namen nicht genannt, der, glaube ich, genannt werden sollte, weil Frau Ursula Kalle-Versander auch viele, viele Jahre ihres Lebens
viel, viel Energie investiert hat hier in diese entsprechende Projekt. Sie ist aus gesundheitlichen Gründen dann leider vorzeitig auch ausgeschieden aus dem Vorstand. Aber ich sage mal, ich denke, ein herzliches Dankeschön an Sie. Von dieser Stelle sollten wir auf jeden Fall richten und auch nochmal einen herzlichen Applaus. Machen wir das hier, machen wir das hier raus? Ja, die beiden hier. Dann wollen wir doch jetzt dann auch damit sozusagen den offiziellen Teil des Programms auch abschließen. Und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger. Das Kuchenbuffet zu stürmen, es gibt auch hier Reibeplätzchen. Ja, und regelmäßige Führungen, genau, das darf ich nicht vergessen. Das wird jetzt im Halbstundentakt vonstatten gehen. Da bitte ich um Verständnis, sonst kommen wir uns da allzu sehr ins Gehege. Und Sie haben ja der Zeitung auch entnehmen können, dass wir die Tiertrakte direkt, in denen Tiere sind, nicht besichtigen werden. Wir haben jeweils einen leeren Raum geschaffen, den man sich angucken kann. So in etwa sehen auch alle anderen aus. Sie müssen bitte, bitte Verständnis haben, denn die Tiere werden dann allzu sehr gestört. Das gilt für die Hunde. Katzen sind sehr neugierig, die würden Sie gerne kennenlernen. Viel Spaß! Hallo.